Wahrhaftig, ich stehe in eurer Schuld. Das Lager der Lykantropen befindet sich auf Baldurans Schiff. Das wissen wir doch schon. Mein Zauberbuch befindet sich ebenfalls dort. Mit ihm bin ich ein mächtiger Magier. Ohne bin ich ein armseliger Mann, der vor euch steht. Der armselige Mann. Die wenigen Schutzwälle, die ich errichtet habe, sind Mitleidsgaben von Selune. In meiner Angst und Einsamkeit habe ich mich an die Göttin gewandt. Vielleicht ist meine lange Gefangenschaft nur eine Strafe, die mich der Göttin würdig macht. Ich schweife ab. Wenn ihr mein Zauberbuch wieder erlangt, kann ich vielleicht einen Weg von der Insel finden. Wenn ihr geht, um das Lager der Lykantropen zu zerstören, bitte ich euch, mein Buch zu suchen. Wo auf dem Schiff ist das Buch wohl zu finden? Ich werde zu sehr damit beschäftigt sein, einfach zu überleben. Ich kann euch nicht helfen. Wo auf diesem ist das Buch zu finden? Mein Zauberbuch ist in einer Truhe in meiner Kabine. Die Kabine befindet sich neben der Baldurans auf der Ebene direkt unter den Decks. Bitte beeilt euch, dieses Amulett ist alles, was ich euch zum Schutz geben kann. Gegen die Lypanthropen mit auf den Weg geben kann. Wenn ihr euch ausruhen möchtet, hoffe ich, dass mein Bescheidensein euch dienlich sein kann. Seine Kabine ist direkt neben der von Baldurans gewesen. Und der ist ein Zauberer, dann ist er wirklich Drahtil sein, der Zauberer vom Baldurans Schiff. Das ist auch so eine Sache. Die großen Schiffe, also gerade Schiffe, die zu Städten gehören, so Marineschiffe, haben gerne mal einen Zauberer an Bord, der das Schiff schützt und für zusätzliche Brise sorgt, dass das Schiff schneller vorankommt. Und so einer muss er gewesen sein. Nur hat er sein Zauberbuch im Schiff vergessen. Wir haben einen Elfenmagier getroffen, der ein wenig verrückt zu sein scheint. Er behauptet, Baldurans Freund und Navigator auf der letzten Reise des Helden gewesen zu sein. Er behauptet außerdem, dass die Insel mit Lykantropen verseucht ist. Da hat er schon mal ganz recht. Drade wünscht, dass wir sein Zauberbuch aus dem Wrack von Baldurans Schiff holen. Das Buch soll in einer Kiste in der Nähe von Baldurans Kabine liegen. Jo, das kennen wir alles. Wer hat das Amulett? Wolfsmilch-Amulett. Ein Silberamulett, das pulverisierenden Wolfsmilchfluch enthält. Was auch immer das sein soll. ETW gegen Lykantropen, Schaden gegen Lykantropen. Da das Grünsteinamulett so gesehen wertlos ist, leg das bitte mal an. Du hast ja das Meta-Amulett. Dann krieg das Amulett mal Minsk, damit er nicht mehr so schnell Amok läuft. Beinahe unter meiner Würde. So, dürfen wir uns hier noch umgucken oder sollten wir damit warten, bis hier ist abgeschlossen, okay. Also die abgeschlossene Kiste sollten wir jetzt nicht einfach so plündern. Oh, hier drüben hat er wirklich ein kleines Lager eingerichtet. Hat er sich da eine Höhle gegraben? Scheinbar. Was hast du so auf deinem Tisch liegen? Die Rezepte und Dradel. Die Rezepte und Grübeleien des Dradel von Tethir. Die Rezepte und Grübeleien des Dradel von Tethir. Vorab, ein schöner süßer Kuchen bringt Freude in den Tag. Die Rezepte dieser Sammlung wurden von mir alleine erdacht und daher können die Zutaten ganz nach meiner Lust und Laune abgewandelt werden. Süßer Kuchen mit Tollkirsche. Ein einfaches kleines Gericht für einen verregneten Nachmittag. Weizenmehl, die Eier eines Seevogels, einen Löffel Weißkappenpilz zum süßen Obst ihrer Wahl, ein wenig Tollkirschenwurzel, zur Bereitung wie beim Brotbacken, den Teig aber nicht so lange gehen lassen, in einem gut gefeuerten Ofen unter Blätter so lange backen, wie das Stundenglas für eine Umdrehung benötigt. Okay. Notiz an mich selbst, ist das nie wieder außerordentlich giftig. Denk an die schreckliche Woche auf den Küchenboden. Okay. Dradels Überraschungsauflauf mit Gemüse. Ein Gericht, das sich erstaunlicherweise als verzehrbar erwies. Nicht als alltägliches Gericht für jeden Tag über 300 Jahre lang zu empfehlen, das zur Verführung führen kann. Okay. Zwei Tassen Nesseriler Olivenöl aus erster Pressung und eine große feingehackte Zwiebel in einen großen Topf geben. Die Zwiebel bei mittlerer Hitze dünsten, bis sie glasig wird. Jeweils zwei zerkleinerte Möhren und Stangelsellerie hinzugeben. Weitere 3 Minuten dünsten, 1,5 Liter Wasser hinzufügen und zum Kochen bringen. Klingt bis jetzt noch einen normalen Gemüseeintopf.
Vergiss das, was ich als erstes gesagt habe. 2 gewürfelte und geschälte Kartoffeln, 1 Tasse Weißwein. Ich empfehle Jahrgangswein Mystischer Rhiannin. 1 Lorbeerblatt, 2 gewürfelte Tomaten und gehackte Petersilie nach Geschmack hinzufügen. Klingt alles noch ganz normal. Zugedeckt über mittlerer bis kleiner Flamme kochen, bis das Gemüsegras noch bissfest ist. 2 Tassen gehackter Spinat und weitere 15 Minuten kochen. Noch heiß servieren und mit geriebenem Käse garnieren. Ich weiß, wenn das Gericht für Orks zubereitet wird, alle Zutaten durch weiße Rüben ersetzen. Wie genial ist das denn? Ich habe das Buch, glaube ich, noch nie gelesen. Echt nicht, das hätte ich echt mal tun sollen. Das lacht man sich doch den Allerwertesten ab. Alle Zutaten durch weiße Rüben ersetzen. Zutaten für die Heilung von Lykantropie. Mutters Familienrezept. Hinweis: Mutters Heilseite wäre ein ziemlicher Fehlschlag. Weitere Forschungen sollten Folgendes berücksichtigen. Die Wesen dieser Insel sind äußerst ungewöhnlich. Zudem lassen sie sich in 2 Gruppen einteilen. Sie sind von einem seltsamen Fluch befallen, gegen den alle herkömmlichen Heilmittel unwirksam sind. Wie die unglücklicherweise gefährlichen Kekse, die bisher verwendet wurden. Man darf die Hoffnung jedoch nicht aufgeben. Die exotische Herkunft der ersten Wesen dieser Art liegt eine besondere Zauberung nahe, ähnlich der bekannten Vampirverzauberung. Ein zufälliger Biss kann durch Verwendung etwa der Tollkirschenblüte verhindert werden. Okay, bei einer absichtlichen Ansteckung muss jedoch der Anführer des Clans eventuell getötet werden. Dies basiert natürlich nur auf reiner Annahme, da ich den besagten Anführer nicht habe untersuchen können. Trotz meiner unerklärlichen Immunität ist er so mächtig, dass er meinen Körper dennoch beträchtliche Verletzungen zufügen könnte. Wir haben bereits miteinander besprochen, obwohl er mich wohl genauso wenig ertragen kann wie ich ihn. Weitere Hinweise an mich selbst. Zukünftige Friedensangebote an einen der Wolf-Clans sollten nicht in Form von Keksen jedweder Art erfolgen. Okay, also wir wissen schon mal, wenn wir den Anführer töten, das wird dieser Karox oder Katzog oder wie auch immer heißt, oben im Schiff sein, dann heben wir damit den Werwolfsfluch auf. Falls wir gebissen werden. Also ist das in dem Fall keine Krankheit der üblichen Lykantropie, sondern was Besonderes. Hä? Die Rettung des Junggesellen. Einfache und qualitativ hochwertige Nudeln. Zutaten, 1 Portion Nudeln, kochendes Wasser, Behälter. Zutaten im Behälter mischen, genießen. Oh ja, genießen. Hinweis an mich selbst. Sollte eventuell durch etwas Nahrhaftes ergänzt werden, sonst wären meine Knochen noch brüchig wie Kalk. Vielleicht durch den Behälter? Okay, essen wir einfach mal den Topf mit. Das ist ein interessantes Buch. Das behalten wir mal. Oh Gott. Wer möchte nicht so ein Kochbuch haben? So, aber gut, wir wissen, dass wir bei ihm drin rasten können. Das ist schon mal gut zu wissen. Nichts leichter als das. Dann gucken wir uns mal weiter um. Wir haben jetzt Stunde 18. Das heißt, wir sollen uns hier gut umgucken und erst am nächsten Tag tagsüber in das Schiff eindringen. Bei Nacht möchte ich nämlich nicht unbedingt mich mit Werwölfen anlegen. So, du hast das Wolfsmilch-Amulett, was auch ein bisschen lustig klingt. Ansonsten haben wir aber leider nichts, womit wir uns gegen Werwölfe wehren könnten. Immerhin hat noch jede Menge Pfeile. Vielleicht sollen wir beim Kampf drinnen auf die Säurepfeile dann umschwenken. So, wir gehen erstmal hier oben lang. Nur um herauszufinden, dass hier nichts ist, nur ein Zipfel. Super. Hier kommen wir also nicht auf die andere Seite. Das heißt, wir haben nicht viele Möglichkeiten, außer wirklich hier über den Westen zu gehen und uns hier den Rest anzusehen. Da wir uns so oder so da lang wollten, wegen der Sirene, ist das ja nicht so schlimm.
So, aber erstmal ein Quick Save. Dann gucken wir mal. Ganz vorsichtig gen Norden. Okay, wir hören sie schon singen. Dass ihr meinen Weg kreuzt. Ja. Stopp, Landbewohner. Wer gab euch die Erlaubnis, euch meinem Heim zu nähern? Meine Stärke und Zuversicht ließen mich herkommen. Wir sind gekommen, einen Fischer namens Evan zu holen, den ihr mit eurem faulen Zaubertricks hierher gelockt habt. Es tut mir leid, ich dachte, dies wäre die Dorftaverne. Ich bin Talisa, die sind meine Begleiter. Vielleicht könntet ihr mir erklären, was mit dem Burschen da hinter euch geschehen ist. Nehmen wir mal das hier. Ich glaube nicht, dass ihr das verstehen werdet. Trotzdem will ich versuchen, es euch zu erklären. Ich bin eine Sirene und ich muss mich als solche mit einem Mann der Menschengattung paaren. Das wollen wir nicht unbedingt wissen. Meine Lieder locken sie zu mir und die Männer sind immer nur zu gerne willig. Gewöhnlich profitieren beide Seiten davon. Ja. Wie denn? Erst begattet er dich und dann stichst du ihm die Augen aus? Es ist meine Paarungszeit, also lockte ich diesen Fischer hierher. Er griff mich an und versuchte, sich mir aufzudrängen. Als mein Lied nicht näher auf ihn wirkte, ergriff ich drastischere Maßnahmen. Dieses Monster verdiente es zu sterben. Vielleicht können sogar Landbewohner das verstehen. Ja. Du bist selber schuld, wenn du solche Blödsinn machst eigentlich. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Wir hätten es nicht anders gemacht. Wir möchten nur seine Leiche mitnehmen und lassen euch in Frieden. Eine unwahrscheinliche Geschichte, Mörderin. Eure Lügen richten gegen mich nichts aus. Ihr habt diesen Mann mit Hilfe von Magie zu euch gelockt. Eure Magie versagte offensichtlich und er kämpfte, um sich aus eurem Band zu befreien. Ich werde seinen Tod rächen, Verführerin. Also ja, nur weil er jetzt aggressiv geworden ist, das würde wahrscheinlich jeder werden, wenn er merkt, dass er hier hypnotisiert wurde und alles. Dann würde er schon stinkig werden. Eigentlich könnten wir wirklich friedlich sein und sagen, wir nehmen die Leiche mit. Das gibt allerdings ja nicht sehr sonderlich viele Erfahrungspunkte leider. Auch wenn es realistisch wäre, mit der hier zu verhandeln. Obwohl Sirenen eigentlich böse sind, von Natur aus. Und blau. Naja. Das mit dem Blau ist nicht schlimm. Wir könnten sie als Mörderin, die Lügen erzählt, aber das glauben wir nicht. Die ist schon ziemlich ins Detail gegangen, was das hier angeht mit der Paarungszeit und so weiter. Das Beste ist, wir nehmen das mit dem Magie und Bann. Das würde eigentlich am besten passen, weil sie hat ihn wirklich in ihren Bann gezogen. Wir wissen nicht, was genau wirklich passiert ist, warum sie ihn Monster nennt. Wahrscheinlich einfach, weil er wütend geworden ist und sie angegriffen hat. Deswegen nehmen wir das hier. Könnt ihr nicht fühlen, was dieser Mann war? Wenn ihr euch in solche Gesellschaft begeht, dann ruft das Meer auch nach eurem Tod. So, hinter uns erscheinen Sirenen. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Die bomben wir mal. Am besten mit Feuerbomben tränken, so. Ihr habt gerufen. Du zauberst Hast. Ja, nichts leichter als das. Ihr beide schlagt da drauf. Und du gehst in diese Richtung. Okay. Eine Sirene ist weg. Oh, Khalid wurde übernommen. Denn ich verschwinde jetzt. Au. Viele wurden übernommen. Da muss ich jetzt wohl dispellen. Hat das jetzt gerade nicht geklappt? Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich bin ganz Ohr. Wurde ich unterbrochen? Jetzt hat's geklappt. Okay. Nichts leichter als das. Sehr schön. Und man sieht jetzt gleich, für die normalen Dryaden haben wir 2000, aber für die Sirenenkönigin 6000 gekriegt. Für die normalen Sirenen, nicht Dryaden. Und das hat uns Level-Ups eingebracht.
eine Aufgabe? Zwei Level-Ups sogar. Nur immerhin hat mal wieder ordentlich was abgekriegt. Also heilen wir sie lieber mal. So. Jetzt Level-Ups. Eine Stufe höher. 89 Erfahrungspunkte, Lebenspunkte, sehr schön. Du auch eine Stufe höher, 104.